Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Village 4x2 und wie ich sehe, ist mit der liebe Yundi nachgejoint. Aber das ist kein Problem, weil normalerweise, ich habe die Map bisher einmal versucht aufzunehmen und dann hat mein Teampartner geleftet und ich stand alleine gegen drei Zweierteams da. Habe ich natürlich nicht geschafft. Ich dachte aber, ich will euch jetzt hier eine Runde bringen, wo ich mal was reißen kann. Also es ist kein First Try, es ist ein Second Try, den wir jetzt machen können hier. Und übrigens, sorry, dass vorgestern keine Folge kam. Ich habe die Folge eigentlich ordnungsgemäß hochgeladen. Ich sag mal ordnungsgemäß. Aber irgendwie hat YouTube das wohl nicht so richtig gewollt, hat das Video nicht freigeschaltet. Fand ich nicht korrekt. Aber die kam ja jetzt gestern für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte, ich hoffe, ihr habt auch schon ganz viele Fragen fleißig in die Kommentare geschrieben. Das ist nämlich das, was mich am meisten interessiert an diesem Video. Und Yundi hat unser Bett genau falsch zugebaut. So machen wir es nämlich nicht. Pass auf. Torben gibt dir ein kleines Tutorial. Du guckst ja meine Videos. Also, dieses Bett baut man dann meistens so zu, dass man hier tatsächlich dann zwei Eisen sich gönnt. Und diese zwei Eisen dann in Kisten investiert, die man dann davor plantet. Und das war es dann auch schon. So ist das Bett perfekt zugebaut für den Start. For the beginning. Okay, er will cool sein, habe ich das Gefühl. Er hat mich ausgetrickst. Okay, Achtung. So, ich habe Achtung richtig geschrieben. Ease. Okay, number one. Okay, er baut sich dahin, alles gut. Ich hoffe, Yundi kriegt den. Weil ich spare jetzt mal lieber hier auf ein bisschen Gold and the Money. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh, Digga, da war ich direkt down. Aber in letzter Zeit leckt das auch alles irgendwie hier ein bisschen auf dem Goma-HD-Server. Verstehe ich nicht. So, egal Leute, wir machen hier einfach ganz gekonnt weiter. So, natürlich immer noch im Umbau, natürlich immer noch alles ziemlich stressig hier bei uns. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich denke, das kriegen wir hin. Nee? Oder etwa nicht? Also ich versuche zumindest mein Bestes. Achtung. Boah, Alter, ich bin echt der richtig gekonnte Achtungsschreiber. Ah, den kriege ich und ja, ja. Ja, ease. Ease, Kollege. Ease, ease, ease. I got the ball, I got the ball. So, jetzt kann ich auch mit aufpassen, dass hier niemand hinkommt. Dann gönne ich mir mal Essen. Und ein bisschen Leder. Shit. So, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ein paar Leute vernichten. Okay, haben wir nicht bekommen. Ist ärgerlich, aber den lassen wir gar nicht erst zurück. Oh, du denkst, das hält mich jetzt auf. Und da geht wieder die Tür auf. Was soll denn sowas? Das ist natürlich spitze. Das war übrigens mein Bruder. Ja, so. Das kann passieren natürlich. Mal gucken. Ja. Stark. Kann passieren. Und dann knallt auch nochmal die Tür zu, damit es extra alle hören. Why not? Why not? Kann man mal machen. So. Er checkt überhaupt gar nichts, dass sein Bett abgebaut wird. Nein, habe ich leider nicht. Und die tut mir leid. So, jetzt noch ihm hier mit dem Bogen ein bisschen draufhauen. Okay, haben wir nicht mehr erwischt, aber er sollte gleich am Fallschaden sterben. Oh, da ist ja Wasser, stimmt. So nicht. So schon mal nicht. So fangen wir gar nicht erst an. Oh nein, da ist ja einer. Den müssen wir dann wohl mal vernichten. Das war's mit ihm. Hier sind vier Eisen. Mehr kann ich dir leider nicht geben. Ja, falls ihr eben so ein Piepsen gehört habt, das war mein Bruder, der reingekommen ist. Und weil er nicht so gerne auf YouTube sein will, nehme ich das natürlich raus. Mache ich. Für ihn. Aber wenn er sowas nochmal bringt, wenn ich ihm 10-mal sage, dass ich aufnehme, dann werde ich das doch nicht mehr rausnehmen. Also Village ist eine Map, auf der es ziemlich schnell geht. Ist jetzt in den vielen Runden so gewesen. In den zwei Runden. Vielen Runden. Er ist jetzt auch nur noch alleine, das ist natürlich bitter. Sowas kenne ich. Mein Boyfriend. Nicht mein Boyfriend. What the fuck? Mein Friend, wollte ich sagen. Dann steht er hinter dem scheiß Villager, ey. Natürlich,
tricky für mich, da durchzuschießen. Aber guck mal hier. Bam, er wirft auch einfach sein Schwert weg. Ohne Witz. Wie viel hält er denn aus? Das gibt's ja gar nicht, wollte schon sagen hier. Nee, komm, ich spiele jetzt noch ein bisschen mit dir. Pass auf. Ja, renn zurück. Du wirst gleich eh von Yundi getötet. Okay, er ist runtergefallen. Wo spawnt er? Na? Da. Okay, gib mir noch einen Try. Genau da. Alles klar. Okay. Ja, Leute, wir können ja eigentlich theoretisch hier mal ein Achievement Hunter daraus machen, oder? Was haltet ihr davon? Oh, er schlägt zurück. So aber nicht. Ja, warum nicht, oder? Bräuchten wir halt nur einige Goldschwerter, aber why not? Moment, das Bett muss ich natürlich wieder zubauen, damit Yundi da nicht dran geht. Nö. So, ich mach einfach mal. Ich schalte mal, lass mal ein bisschen spielen. So, okay. Oh, er hat sich befreit. Aber er ist wieder reingehüpft. Ach man, das ist mir natürlich ein bisschen traurig. Ich muss kurz essen. Verzeihst du das? Dankeschön. So. Okay, zack. Aber er merkt schon, ich tue ihm nichts irgendwie. Ich habe Angst, dass er leftet. Vielleicht schaffe ich das ja hier mit dem Achievement Hunter. Das wäre natürlich sehr cool. Oh, mein eines Schwert ist kaputt. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich mir ganz kurz ein Eisenschwert kaufe. Natürlich. Er teilt aus, Digga, er teilt aus. Aber natürlich muss ich erst die ganzen Schwerter hier verbrauchen, weil sonst wäre es ja unlustig. Nicht abbauen. Nicht abbauen. Bitte nicht, Yundi, bitte nicht. Ist er runtergefallen? GG. Ich weiß es nicht, ob er runtergefallen ist. Ja, er ist runtergefallen. GG, Yundi. Ich hoffe, ja, es ist nicht zu langweilig für dich, wenn ich hier den die ganze Zeit töte. Aber warum eigentlich, ne? Er schreit einfach nur schlecht. Ja, wir spielen hier ein bisschen mit ihm. Jetzt ist auch noch mein nächstes Schwert kaputt gegangen. Ja, ich will warten, bis er lieft. Ich bin mal gespannt, wann der lieft. Vielleicht schaffe ich das ja echt mit dem Achievement Hunter. Ich weiß nicht, wie viele Kills ich bereits gemacht habe an ihm. Aber das mit dem Spinnweben ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Weil mit der Hand kann man die eigentlich nicht abbauen. Du hättest alle Zeit, wenn du jetzt das Bett abbauen würdest. Egal, ob der Kisten oder was auch immer. Würde ich noch eine Reihe Mauern drum ziehen und dann ist es eigentlich erledigt. Weil mit der Hand dauert das so lange, bis du es abgebaut hast. Ey, das ist richtig, richtig bitter. So. Okay. Irgendwann sollten wir auch mal... Oh nein, jetzt war ich gerade selber drin. Okay, jetzt kommt der Bowshotter. Zack. Das war natürlich auch eine coole Aktion. Erstmal essen. Und zack. Lol, jetzt sind die Schwerter wieder da. Hex. Oh, mit dem kann ich sogar noch einen Hieb geben. Mann, ich möchte dich jetzt endlich, komm, 100 Mal killen. Nicht. Nicht abhauen. Nein, Yundi, du zerstörst alles. Ich muss ihn doch 1000 Mal, 100 Mal killen. Die machen doch Spinnenweben kaputt, das dumme Schaf. Es frisst einfach Gas. Nein. Töte ihn. Töte ihn. Töte. Okay, ich kaufe neue. Spezial. Alter, wenn Yundi. Okay, lass mich. So. Ich muss den 100 Mal töten. Nein. Er hat das Spiel verlassen. Nein. Mann, egal. Ja, Leute, es sollte eigentlich gar keine Achievement Hunter Folge werden. Ich glaube, sie war ziemlich knapp dran. Wollte Achievement. Der Chat ist am Ende der Runde deaktiviert. Ja, egal. Ja, es sollte eigentlich gar keine Achievement Hunter Folge werden. Am Ende wurde es eine Hälfte daraus. Immerhin habe ich sie jetzt noch 10 Minuten lang gezogen. War doch ganz spannend.
Ja, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, Fragen in die Kommentare zu schreiben, weil ich werde mir alle raussuchen und auf einen Zettel, auf eine Notiz schreiben in meinem Handy. Und ja, dann würde ich sagen, um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr natürlich... Erstmal lasst ihr hier drunter ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann, um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Wer ist das denn? Hallo? Achso. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein. Und ja, tschüss.